Er ist tot. Unser Sohn starb vor 3 Jahren. Unser Sohn war längst vorher tot, schon vor dem Banküberfall. Simon, wo gehst du jetzt hin? Nach Vegas, zur Waffenausstellung. Ein Polizist stirbt. Sun goes down, you will find me hanging round. Oh, the nightlife ain't a good life, but it's my life. Oh, yeah, many people. Just like me. Ich kann mir denken, dass du stolz bist. Ja, das bin ich auch. Früher hätte ich ihr oft am liebsten den Hals umgedreht. Aber ich habe dann Badetücher genommen und sie in die Türritzen gestopft. Da blieb der Lärm draußen. Ich konnte mich aufs Ohr hauen und sie in Ruhe proben. Einmal, als ich für eine Prüfung büffeln musste, habe ich ihr die Noten geklaut und sie in der Garage versteckt. Deine Mutter hat ihr sicher den Hintern versohlt. Ja, als es rauskam, hat sie genau das getan. Du kennst Mom gut, Dan. Listen to the blues. Lieutenant Dave Nelson, Sie werden am Telefon verlangt. Aber bloß nicht dein Büro. Das hat mir noch gefehlt. Hier spricht Lieutenant Nelson. Auf dem Revier erfuhr ich, wo ich Sie finden kann. Ich hoffe, dass Sie sich gut amüsieren. Wer sind Sie denn? Sie sollten den Abend genießen. Es ist vielleicht Ihr letzter. Wer zum Teufel sind Sie? Das werden Sie schon noch erfahren, wenn es soweit ist. Sie sind der, der meine Familie zerstört hat. Ihrer Familie wird es genauso gehen. Und deswegen sterben Sie. Passagiere aus San Francisco. Busse und Taxis zu ihren Hotels und den Casinos stehen vor der Haupthalle. Ich verschwind mal kurz, ja? Hey, ich hab gedacht, wir ziehen ein bisschen um die Häuser. Sieh dir wenigstens noch einen Auftritt an. Nein, nein, keine Zeit. Tu mir einen Gefallen. Sag Annabelle, dass wir uns später zu Hause sehen. Was ist los, Dave? Nichts weiter. Nichts weiter? Dave, ich kenne dich zu gut. Der Anruf gefällt dir nicht. Was ist denn los? Nun erzähl schon, du warst doch vorher so gut gelaunt. Es droht mir jemand. Wer droht dir? Ja, wenn man bei der Polizei ist als Lieutenant, ist sowas eben an der Tagesordnung. Dave, hör mal. Dan, Junge, da werde ich allein mit fertig. Also, ich werde jetzt zum Revier fahren, eine Routineuntersuchung anleiern und sehen, wer in den letzten Wochen aus dem Gefängnis entlassen wurde. Da ist wahrscheinlich einer drunter, der mich nicht besonders mag. Ich melde mich dann. Hallo. Könnten Sie mir einen Mietwagen bestellen? Rufen Sie dann bitte durch. Danke sehr. Ich hab gewonnen, gewonnen. Wer hat noch mal Lust gegen mich? Joey, ich muss noch mal zur Probe. Komm, gib Mommy einen Kuss. Oh nein, Mom. Okay, aber sei bitte vorsichtig. Bald kommt er in das Alter, wo das Küssen interessant wird. Du hast recht. Bis später dann, Annabelle. Okay, Jungs. Startaufstellung.
Alle auf eine Linie, dass mir keiner mogelt. Ohne Mogeln, klar? Ich will eine gerade Linie sehen. Also los, hopp! Fertig? Los! Ja. War ich nicht schlecht. Ich verdrück mich gleich wieder. Ich habe nämlich zwei linke Hände. Nein, nein, bleib nur hier. Du kannst den Sellerie putzen. Das geht auch mit zwei linken. Also wirklich, Mom, putzen ist nicht meine Abteilung. Gib mir mal den Topf da unten raus. Das ist im untersten Fach. Den hier? Nein, 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 nicht den. Ich meine den, der daneben steht. Also diesen. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Du weißt doch, dass das kein Topf ist, sondern ein Kessel. Eigentlich ja, ist ein Kessel. Ich hab's ja gesagt, ich habe zwei linke Hände. Ich glaub's nicht. Du hast ihn wirklich gefunden, Mr. Privatdetektiv? Naja, ich hab irre recherchiert. Okay, ich sollte was putzen. Was nicht, Sellerie? Wie sieht denn der aus? Ich wasch sogar ab, wenn du mir dafür eine deiner Spezialitäten kochst. Ach, du könntest ruhig ein bisschen mehr von Knochen haben. Du bist fast so ein dünnes Gestell wie Dave. Rühr mal weiter. Auf deine Verantwortung. Hallo? Mrs. Nelson? Ich möchte mich nur erkundigen, ob Ihre Familie noch wohlauf ist. Wer spricht denn da? Das ist nicht wichtig. Ist auch Ihre Tochter Annabelle wohlauf? Ich vermute, dass ihr was passiert. Mom, was ist denn los? Nichts weiter. Ja, wenn man dich so ansieht, weiß man gleich, dass nichts weiter ist. Mom, Dave hat gestern Abend auch einen Anruf gekriegt. Kann es sein, dass man dir gedroht hat? Habe ich recht? Mein Sohn ist Polizist und ein guter. Seine Familie hat sich mit solchen Drohungen abzufinden. Mom Nelson, das ist genau derselbe Schwachsinn, den mir dein Sohn gestern auch erzählt hat. Also bitte, was hat dir der Anrufer gesagt? Er hat sich erkundigt, ob alle in unserer Familie wohlauf sind. Dann hat er noch gesagt, dass Annabelle etwas passieren könnte. Sie ist im Desert Inn. Durch. Entschuldigen Sie mich. Ganz ruhig, Dave, ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Was ist passiert? Irgendjemand hat dir anscheinend Beruhigungsmittel gespritzt. Was sagst du? Aber du musst dich bei diesem Unbekannten sogar bedanken. Seinen Namen hat er nicht verraten. Wenn er nicht angerufen hätte, wäre die Injektion tödlich gewesen. Wer hat angerufen? Keine Ahnung. Wer hat angerufen? Was denn? Könnt ihr mir nicht sagen, wer angerufen hat? Ich soll mich bei diesem Schwein auch noch bedanken? Nun sagt schon, wer es war. Ich will es wissen. Ist bei den Recherchen was rausgekommen? Der anonyme Anruf ist beim Captain gelandet.
Als ich bei dir zu Hause war, hat Mom auch einen Anruf gekriegt. Bei mir zu Hause? Ja, ja. Deshalb bin ich gleich hergefahren. Ich habe sowas geahnt. Dan, halt dich da raus. Ich kläre das. Warum kann ich dir dabei nicht helfen? Hör zu, Dan. Ich wiederhole mich nicht gerne. Halt dich da raus. Ich mach das schon. Dave, das ist doch verrückt. Ich sehe auch keinen Sinn darin. Das ist blöd. Was? Blöd, sagst du, wenn der Mann seine Familie beschützt? Mehr als blöd, wenn er sich dabei nicht helfen lässt. Was weißt du schon davon? Du hast nicht die blasseste Ahnung. Ich begreife jedenfalls, was ich höre und sehe. Du bist einfach nur zu stolz, deinen Freund um Hilfe zu bitten. Mit Stolz sein hat das überhaupt nichts zu tun. Du, das ist mein Beruf. Du steckst im Dreck und wir beide zusammen schaffen mehr als du allein. Ich sage nein und das ist mein letztes Wort. Tanner Privatdetektiv? Bea, hör zu. Treib Binzer auf. Er soll für mich die Bars, Stripschuppen und Poolhallen abklappern. Er soll rausfinden, ob in letzter Zeit irgendwo Ganoven von außerhalb aufgetaucht sind. Für Stripdies-Schuppen ist Binzer doch nicht der Richtige. Aus dir spricht die Mutter. Gerade weil er so harmlos aussieht, wird man ihm alles erzählen. Außerdem möchte ich, dass du Ross auftreibst. Er ist möglicherweise gerade auf der Ho. Sag ihm, wir brauchen Unterstützung durch das Sicherheitspersonal in den Hotels. Was ist denn los? Ich erklär's dir später. Wo kann ich dich erreichen, wenn was ist? Danach bin ich im Krankenhaus zu erreichen. Vielleicht kann ich von Annabelle noch ein paar nützliche Informationen bekommen. Ich rufe dich dann an. Officer Parker, ich möchte, dass Sie alle Gefängnisse des Staates Nevada gründlich durchchecken. Ich möchte eine Aufstellung haben über die Entlassenen der letzten 2-3 Monate, mit denen ich mal irgendwas zu tun hatte. Und wenn möglich, Ihren gegenwärtigen Aufenthalt. Lieutenant, ein Junge wartet in Ihrem Büro. Er will nicht gehen, bevor er nicht mit Ihnen gesprochen hat. Wer ist der Junge? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur so viel, ich möchte ihn gern mal übers Knie legen. Sind Sie Nelson? Ich bin Lieutenant Nelson, ganz richtig. Nimm die Füße vom Schreibtisch. Irgendein Typ hat mich unten an der Ecke angequatscht und mir 5 Dinger dafür gegeben, damit ich den Brief hier abliefere. Persönlich. Hier geblieben. Ich will Ihnen damit nur zeigen, dass es verschiedene Wege gibt, Ihnen an den Kragen zu gehen. Ist Ihre ganze Familie wohlauf? Der Mann, der dir den Brief gegeben hat, wird er ausgesehen? Das war ein Erwachsener, ungefähr so alt wie Sie. Für mich sehen alle Erwachsenen irgendwie gleich aus. Aber er war nicht schwarz. Bis zu Ihrer Entlassung steht Annabelle unter unserem Schutz. Außerdem haben wir einen Beamten vor Ihrem Haus postiert. Wahrscheinlich wird man Sie in ein paar Stunden entlassen. Pete, ich danke Ihnen. Sie haben sich rührend um alles gekümmert. Es ist wirklich nicht nötig, dass Sie mich zum Auto bringen. Mir passiert schon nichts. Ich habe aber von oben die Anweisung, Sie nach Hause zu begleiten, Madam. Kenne ich den da oben zufällig? Ich denke schon. Wie geht's ihr? Der Arzt hat mir versprochen, dass sie wieder ganz gesund wird. Nur dieses Gift muss erst wieder aus dem Körper raus. Kann ich zu ihr? Naja, das könntest du, aber sie wird dich nicht erkennen. Hast du schon was gegessen, Dan? Nein. Weißt du, ich habe zu Hause noch was auf dem Herd stehen. Wenn du mich nach Hause fährst, dann kann sich Pete einen Weg sparen. Du hast mich glatt überredet. Ich danke Ihnen, Mrs. Nelson. Dan? Schon gut, Pete. Thank you.
Was ist mit Joey? Er ist in der Schule. Ein Streifenwagen wartet auf ihn und bringt ihn nachher heim. Hat wenigstens einer von uns Sein Spaß. Sein Onkel ist der Größte. Okay, ich fahre direkt hinter dir her, ja? Ja, okay. Bist du in Ordnung? Ja, ich hab's überlebt. Nichts passiert denn. Verstanden. Waren Sie im südlichen Ausgang? Charlie, Sie in die Alvarez. Ich habe nicht mal das Auto gesehen. Vom Nummernschild ganz zu schweigen. Es war wahrscheinlich ein Mietwagen. Den Fahrer habe ich auch nicht erkennen können. Der hat seinen Kopf weggedreht. Das Einzige, was ich sagen kann, er hat graue Haare, eine ganz normale Frisur. Du, Dan, ich weiß nicht, Dave gefällt mir nicht. Mom, lass mich mit ihm reden, ja? Na gut. Erklärst du mir, was das soll? Du siehst doch, was ich mache. Ja, und es sieht so aus, als ob du was ganz Dummes vorhast. Dann ruf doch die Polizei. Ich bin vom Dienst beurlaubt. Wenn ich mir eine Kanone umhänge, drohst du mir mit Schutzhaft. Und ich bin nicht mal Beamter. Mom? Was ist denn, mein Junge? Ich will, dass du ein paar Sachen zusammenpackst für dich und Joey. Ich bringe euch heute Nachmittag zum Flughafen. Und dann fliegt ihr nach Los Angeles. Meine Tochter liegt im Krankenhaus. Sie wird erst heute Abend entlassen. Mom, so wie der Arzt sie entlässt, sorge ich dafür, dass sie nachkommt. Junge, du hast mich nicht ausreden lassen. Ich wohne hier in deinem Haus, weil du mich darum gebeten hast. Und weil du mein Sohn bist. Und weil ich dich liebe. Ich erfülle dir jeden Wunsch. Aber bitte mich nicht fortzugehen. Ich müsste Nein sagen. Mom, es ist ja nur für ein paar Tage. Und wären es nur Minuten. Fortgehen ist fortgehen. Als ich noch ein kleines Mädchen war, da mussten meine Großeltern immer fortgehen. Aber zurück sind sie nie wiedergekommen. Jedes Mal, wenn die Menschen dort, wo wir gerade lebten, uns die andere Hautfarbe spüren ließen, gingen wir wieder fort. Dann hieß es packen und weiter. Wir blickten immer nur auf den Weg zurück, der hinter uns lag. Und dann... Dann traf ich deinen Vater. Er hat mir beigebracht, wenn man ein Zuhause hat, dann muss man es ohne Furcht verteidigen. Das habe ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Das Fortlaufen ist vorbei, ein für alle Mal. Ja? Ich wollte nur mal nachfragen, Lieutenant Nelson. Sind denn alle in Ihrer Familie wohlauf? Wo immer Sie sein mögen, ich werde Sie erwischen. Ich freue mich drauf. Dave, lass uns zusammenarbeiten. Mach's nicht auf eigene Faust. Ich weiß, dass du mir helfen könntest, aber das erledige ich allein. Bitte begreif das. Du lässt mich jetzt in Ruhe. Und auch meine Familie. Du hältst dich da vollkommen raus. Ist eine kleine Privatrache fällig, was? Ich tue nur, was ich tun muss. Im Moment bist du ja nur beurlaubt. Ich frage dich nicht um Rat, Dan. Dieses Schwein hockt da irgendwo draußen und will mich um eine Familie umbringen. Begreifst du das nicht? Meine Familie lässt sich nicht terrorisieren, nur weil ich bei der Polizei bin. Ich will nicht, dass du damit reingezogen wirst. Diese Entscheidung überlass mir bitte. Geh nach Hause, mein Freund. Geh nach Hause, mein Freund. Du bist doch ein Spinner.
Du bist wirklich ein Spinner. Tanner? Wir haben den Ballistikbericht von der Metropolitan Police. Moms Reifen ist von einer Bleikugel zerschossen worden, aus einer uralten Pistole. Dan, Binzer ist im Sahara-Hotel. Er hat was gefunden, er weiß natürlich nicht, ob es hieb- und stichfest ist. Das ist wohl am besten, wenn du mal kurz reinschaust. Ich schau rein. Du, wir müssen diesen Irren so schnell wie möglich finden, bevor Nelson ihn erwischt. Ich drück den Daumen, du schaffst es schon. Drück beide, Bea. Dave ist nämlich ausgeflippt. Ich melde mich nachher wieder. Machen wir noch ein Spiel? Da drüben rein. Dein Spiel läuft gar nicht gut. Die Kugel findet sie ziemlich beschissen. Die merkt nämlich genau, wenn hier ein Bulle durch den Saal schleicht. Hör mal, du bist doch die Informationsquelle, die immer weiß, wer bei uns in der Stadt rumhängt. Ich möchte Sie bitten, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich möchte Sie bitten. Ist er nicht ein höflicher Bulle? Hey, Mann. Ich würde mit Ihnen nicht mal quatschen, wenn Sie dem Staatsanwalt aus der Hutkrempe schielen und einen Haftbefehl im Schnabel halten. Tuck, ich will wissen, wer sich gerade in der Stadt aufhält, der mich so sehr hasst, dass er mich umlegen will. Ich sag dies, ich sag das, ich sag nichts. Das Einzige, was ich Ihnen sage, Sie brauchen ein Hörgerät. Vielleicht schnallen Sie dann endlich, dass das hier ein Spielsalon und keine Waschküche ist. Tuck, das ist sehr, sehr wichtig für mich. Wissen Sie, was für mich wichtig ist, dass Sie sich hier verpinkeln, damit wir in aller Ruhe unser Spiel machen können. Na gut. Dann wollen wir beide als Farbige miteinander reden. Es geht hier um meine Familie. Farbig? Sie wissen anscheinend gar nicht, wovon Sie reden. Wieso nicht? Etwa nur deshalb, weil ich kein Penner bin, der sich in solchen Schuppen rumtreibt? Wie vielen alten Frauen hast du in dieser Woche die Handtasche geklaut, du Dreckstück? Schönen Dank für deine Mitarbeit. Als ich dich sah, wusste ich gleich, wie sehr du mir helfen würdest. Wir sehen uns nochmal. Binzer? Mann, hast du mich erschreckt. Hab ich so an mir. Wirklich? Hör zu, ich habe ein paar Neuigkeiten für dich, aber der Informant war mir ein bisschen zu eifrig. Erzähl schon. Also weißt du, ich habe da so eine Tante von früher getroffen, die arbeitet bei einer Behörde, wo sich Ex-Häftlinge melden müssen, wenn sie neu in die Stadt gekommen sind. Ein schwerer Junge, ein ganz dicker Fisch ist gerade angekommen. Sein Name ist Harry Randall. Nein, 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 da tut sich nichts. Sag dir nichts, der Junge, nein? Also was weiter? Randall gestrichen, ja weißt du, ich habe da noch einen auf der Liste. Ein ehemaliger Bulle, der heißt Johnny Blue. Nelson hat damals dafür gesorgt, dass er einen Abgang machen musste. Er ist jetzt Sicherheitsbeamter. Ja, ich erinnere mich, das war so ein Jack the Ripper-Typ, ein ganz schlimmer Finger. Mhm. Eine Idee, wo ich den treffen könnte? Gleich da drüben, auf der Waffenausstellung. Du verdienst dein Geld, Vince. Keine falsche Bewegung, Tanner. Kein hektisches Zucken, kein Niesen.
Und wenn Sie auch nur atmen, sind Sie ein toter Mann. Sei bloß vorsichtig mit der Moosspritze, Süße, sonst geht das Ding los und jemand wird verletzt. Höchstwahrscheinlich bin ich es dann. Also was soll der Quatsch? Leg's bloß wieder hin. Jemand, der gerade eine Kanone im Kreuz hatte, sollte nicht so lockere Sprüche klopfen. Na ja, das traue ich mich auch nur, weil ich deine wundervolle Stimme erkenne. Du musst nicht mal dazu singen. Wie geht's Ihnen, Captain? Hallo, Tony. Hallo. Ja, wo ihr auftretet, ist immer eine Völkerwanderung. Hoffentlich bleibt es so. Aber wie kommt es eigentlich, dass der schöne Dentena noch nicht in unserer Show war? Na ja, ich komme ja vorbei. Ich habe nur im Augenblick ein bisschen viel um die Ohren, aber dann wildere ich in dein Ballett. Okay. Kennst du dich mit solchen Apparaten aus? Natürlich, ich war mal mit den drei Musketieren befreundet. Säbel und Musketen, darauf stehe ich. Schön, dann will ich was von dir wissen. Wie gut muss man sein, wenn man damit schießt und dabei den Reifen eines fahrenden Autos treffen will? Weißt du, nur um das Ding laden zu können, muss man schon seinen Doktor machen. So kompliziert. Einen fahrenden Wagen, also wenn du den treffen willst, musst du noch ein paar Semester dazulegen. Und wie ist das mit einem Polizist, mit einem Sicherheitsbeamten? Trifft der? Ja, schon möglich. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Eure neue Platte ist hinreißend. Ich werde sie mir bestimmt kaufen. Geliebter denn, du bekommst deine gratis. Nett, sie kennengelernt zu haben. Hey, der Junge redet ja schon. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. War das witzig? Jetzt hat er es rausbekommen. Was? Dass du reden kannst. Oh ja, komm. Ist die geladen? Könnte durchaus möglich sein. Wie ich sehe, steht vor mir der mieseste Schnüffler von Vegas. Vorsicht, John. Mein Ohr liebt solche Schmeicheleien nicht. Die alten Sprüche, Tenner. Die alten Sprüche? Jetzt werde ich ihn mal schmeicheln. Sie haben doch immer die Sprüche geklopft, als Sie noch Polizist sein durften. Ihren Dreck musste sich jeder anhören. Ich sagte keine Sprüche. In Ordnung. Geben Sie mir 30 Sekunden Ihrer kostbaren Zeit und dann verschwinde ich sofort. Sehen Sie mal, wir beide haben einen gemeinsamen Freund. Lieutenant David Nelson. Freund? Bullen wie Nelson haben keine Freunde. Sie wissen doch genau, dass ich damals seinetwegen den Job quittieren durfte. Ich frage mich, ob Ihr Hass ausreicht, um auf seine Mutter zu schießen. Ich glaube, Nelson hasse ich so sehr, dass ich ihm gern mal eins vors Maul ballern würde. Aber seiner Mutter was antun, ist nicht mein Stil. Klar, Tenner? Ich bin hier der Sicherheitsbeamte. Und wenn Sie nicht sofort gehen, dann muss ich Sie eben rausschmeißen. Dabei werden Sie erfahren, dass ich immer noch allerhand auf dem Kasten habe. Johnny, wenn ich rauskriege, dass Sie der Typ sind, den ich suche, dann werde ich Ihnen mal zeigen, was ich auf dem Kasten habe. Klick. Sie fahren in südliche Richtung, bis Sie ein Fahrzeug geworden sind. Ende. Ja? Ich will mich nur erkundigen, ob die ganze Familie noch wohlauf ist. Warum tun Sie uns sowas an? Ah, Sie? Sie sind wieder zu Hause. Dass Sie das Zimmer im Krankenhaus geräumt haben, war überflüssig. Wieso? Sie werden es schon bald wieder benötigen. Ihr Sohn wird es nämlich belegen. Joy. Liebling, mach dir bitte keine Sorgen. Es wird alles wieder gut werden. Zeit, wir brauchen Zeit. Etwas Zeit, dann wird alles wieder gut werden. Nein, nein, nicht so lange wir hier im Haus sind. Joey! Annabelle! Joey! Annabelle! Ja, Mom? Joey, geh nach oben und zieh dir was Hübsches an. Warum denn das? Stell jetzt keine Fragen, du ziehst dich sofort um, klar? Willst du mir nicht sagen, was du vorhast? Ich nehme meinen Sohn und verschwinde von hier. Oh. Wenn wir nicht irgendwas unternehmen, wird ihm auch noch was passieren. Was redest du da? Annabelle? Wo steckt Dave? Ich muss mit ihm reden. Dave ist nicht da. Und in 10 Minuten sind Joey und ich auch nicht mehr da. Wir sind weg, weit weg. Annabelle, was du vorhast, ist nicht klug. Oh, ist es vielleicht klug, dass jeder hier zusammenzuckt, wenn das Telefon klingelt? Wir zittern nur und warten darauf, dass irgendwann mal eine Bombe durchs Fenster fliegt. Annabelle, ihr seid unter Polizeischutz. 24 Stunden am Tag stehen 2 Polizeibeamte vor eurer Tür. Nirgendwo werdet ihr sicherer. Ich versuche dauernd, ihr das zu erklären. Aber auf mich will sie ja nicht hören. Sieh mal, das ist genau das, was er erwartet. Er will, dass die Familie auseinanderbricht. Er hat damit gedroht, dass er eure Familie zerstören will, aber nicht umbringen. Zerstören will er sie. Was weißt du schon davon? Annabelle, ich weiß, dass du längst tot wärst, wenn er es drauf angelegt hätte. Hätte er Mom was antun wollen, dann hätte er bestimmt nicht auf den Reifen geschossen, sondern gleich auf sie. Mhm. Wehrt euch gegen ihn. Dan!
Du willst mir doch hoffentlich nicht erzählen, dass ich das Haus nicht mehr betreten darf, oder? Der Lieutenant ist beurlaubt und was du machst, weiß ich ja. Dan, über Funk kam ihm eine Meldung. Dave hat Fergus Pool Hall auseinandergenommen. Das hat ihm gerade noch gefehlt. Einen Augenblick später hat er angerufen. Er will dich vor dem Mint treffen. Danke, Pete. Ich fahr gleich los. Mach's gut. Ich habe die ganze Stadt durchkämmt und nichts dabei rausbekommen. Ich stecke in einer Sackgasse. Dave! Von Webster. Werfen Sie die Pistole weg! Innere Verletzungen, Frakturen kann ich im Augenblick nicht feststellen. Und wenn er keine Gehirnerschütterung hat, dann muss er einen ganz schön harten Schädel haben. Sieht nicht so schlimm aus. Nein, ich glaube nicht. Gut. Wenn er wieder zu sich kommt, dann sagen Sie ihm, die Puppe hätte mir alles erzählt. Ich weiß jetzt, wer es ist. Die Puppe? Er weiß schon, was ich meine. Oh, Lieutenant, wollen Sie nicht mit uns fahren und sich gründlich untersuchen lassen? Nein, schönen Dank, mir geht's schon wieder gut. Dave? Ganz ruhig, Mr. Tanner, wir sind dabei. Ihnen bringen Sie jetzt zum Röntgen. Moment mal, ist ja alles in Ordnung. Dem Lieutenant ist nichts passiert, um den machen Sie sich keine Sorgen. Wo ist er denn? Der ist schon weg. Aber er hat mir eine ganz verrückte Nachricht für Sie hinterlassen. Er sagte, die Puppe hat ihm alles erzählt oder so. Sie wüssten dann schon Bescheid. Naja, vielleicht hat er doch einen kleinen Schaden. Ja, danke. Wo wollen Sie denn hin? Setzen Sie sich wieder. Alles klar, Jungs. Nein, das sehe ich anders. Mir geht's wirklich gut. Ja? Sehr gut sogar. Ed, fährst du mich mal kurz nach Hause? Warten Sie auf mich. Hotel? Ja, entschuldigen Sie, ich hätte gerne eine Auskunft. Wohnt bei Ihnen vielleicht ein Simon Webster? Augenblick, ich sehe nach. Ja, Sir, soll ich durchstellen? Oh nein, danke, sehr nett von Ihnen, ist nicht nötig. Frontier Hotel. Oh, entschuldige. Oh, das reicht. Unkraut vergeht nicht.
Und was ist mit Dave? Dem geht's sicher großartig. Ich möchte nur wissen, wo er steckt. Mom, eure goldene Regel heißt, zu Hause wird nicht über die Arbeit gesprochen. Aber vielleicht hast du was aufgeschnappt. Vielleicht ist Dave was rausgerutscht, was mir weiterhilft. Bitte, Mom. Na, frag schon. Da gibt es drei Anhaltspunkte. Lass uns mal überlegen. Der Anrufer hat einmal gesagt, Sie haben meine Familie zerstört und dann die alte Waffe. Und eine Puppe mit einer Skimütze und einem rot-weiß-grünen Hemd. Oh mein Gott. Was denn? Nein. Was ist los, Mom? Sag es mir. Vor 3 Jahren, da war ein Mann, der hieß Webster. Simon Webster. Er und seine Familie waren hier wegen einer Waffenausstellung. Und Dave hat ihren Sohn angeschossen. Was ist damals passiert? Ist er gestorben? Ich gehe ran. Ja, hier bei Nersen? Dan, Gott sei Dank. Ja, Bea, was gibt's denn? Ich habe schon versucht, dich im Auto zu erreichen. Es ist so wichtig. Ich war die ganze Zeit hier. Was ist denn? Willi, der Sicherheitsbeamte vom Frontier Hotel, hat angerufen. Nelson ist dort. Dank dir, Bea. Dave ist in Frontier. Ich weiß auch, warum er da ist. Die Websters wohnten im Frontier. Danke, Mom. Hallo? Keine üble Idee mit der Puppe. Bis bald. Ich erwarte Sie auf dem Dach. Farbiger vorbeigekommen. Ja, hier kommen Haufenfarbige vorbei. Eben ist hier ein Typ durchgedonnert, der war so schnell, dass er mir die ganzen Handtücher runtergeschmissen hat. Wo ist der hingelaufen? Immer in die Richtung, die Treppe hoch, wo es aufs Dach geht.
Sie haben mich gefunden, weil ich die Spur gelegt habe. Ihren Neffen habe ich nicht erwischt. Aber ich wollte ja nur Sie. Sie wollten ihn nicht töten, selbst wenn Sie die Gelegenheit gehabt hätten. Ein Kind töte ich nicht. Sie müssen nämlich dafür bezahlen. Ich zerstöre Ihre Familie, weil Sie jetzt sterben. Als Ihr Sohn damals aus der Bank kam, sagte ich ihm, er solle die Pistole wegwerfen. Sie haben auf ihn geschossen. Weil er zuerst schoss. Es war Notwehr. Zweimal hat er mich erwischt, Simon. Nur nach den Aussagen der Bullen und der Reporter hat er zuerst geschossen. Da waren über 100 Zeugen. Haben die alle gelogen? Lieutenant, Sie haben meinen Sohn auf dem Gewissen. Simon, hätte ich nicht zurückgeschossen, hätte er mich auf dem Gewissen. Er wäre jetzt auch tot. Das Urteil, elektrischer Stuhl. Trotzdem. Es tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Sie wissen doch gar nicht, was Leid ist. Das Leid, das man ertragen muss, wenn man mit seiner Frau 3 Jahre lang am Krankenbett sitzt und mit ansieht, wie Leib und Seele des Jungen verkümmern. Und wenn die eigenen Freunde hinter ihrem Rücken flüstern, dass es der Junge nicht anders verdient hat. Ja, sie mussten viel Leid ertragen. Ich sprach mit ihrer Frau. Sie hat mir damals erzählt, dass sie nichts weiter im Kopf hatten, als ihren Sohn für die Waffenausstellung zu begeistern. Um jeden Preis sollte sich der Junge für ihre Waffengeschäfte interessieren. So weit kam es aber nie. Weil Lieutenant Nelson ihn umbrachte. Dafür bezahlen sie. Das ist die Wahl, Dave. Was soll aus ihm werden? Ich schaffe ihn zum Revier und rufe seine Frau an. Also, gehen wir. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong. I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just looked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around. Dan, ich habe nichts dagegen, wenn du dich in meine Fälle einmischst. Aber bei meinem Schwesterherz mischst du nicht mit. Immer so voreilig. Dein Schwesterherz spricht da auch ein Wörtchen mit. Oho. Unseren Danny schicken wir aufs Tanzparkett zum Abkühlen und dann trinken wir noch ja. Ein. Gar keine schlechte Idee, Mann. Aber ich brauche eine Partnerin. Die Beine sind nicht mehr das, was sie mal waren, aber der Kopf swingt immer noch ganz schön mit.